whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute werde ich eine Flasche, auf die freue ich mich richtig, und zwar ein Ardmore. Ja, und zwar ist das ein Ardmore Portwood Finish. Wir kennen ja sonst nur den normalen Ardmore, wie heißt der jetzt, Legacy, Traditional, irgendwie so, der in Quarter Casks nachreift. Und warum reift er in Quarter Casks nach? Nun, weil die Brennerei in denselben Konzern gehört wie Laphroaig. Gut. Das Besondere an dieser Flasche ist A, die Nachreifung in Portweinfässern, was zu meinen Lieblingen gehört, und B, yo, sie trägt endlich mal bei einer Neuerscheinung ein Alter von 12 Jahren. Ardmore hat normalerweise kein Alter getragen. Gut, es gab da einen ganz alten, den habe ich glaube ich auch probiert, 25 Jahre oder so. Aber die große Masse trug halt kein Alter. Und jetzt kommt einer raus, nachgereift und hat ein Alter. Yo, da freuen wir uns doch mal richtig. Und vom Preis passt er, 48 Euro die Flasche. Und wir haben also nun einen deutlich rauchigen Whisky, ein Finish im Portweinfass, 12 Jahre alter und im Alkoholgehalt 46 Volumenprozente, weil er nicht kühl gefiltert ist. Das ist eine Vorteilsargumentation. Da kommt ein Liebhaber rauchiger Whiskys fast nicht dran vorbei. Gut. Reklame gemacht. leicht und süß. Mit einer Balance von Fruchtigkeit und rauchigen Noten. Hier steht's, doppelt im Fass gereift in American Oak Ex-Bourbon Barrels. Man merke das Wort Barrels. Und finished in European Port Casks. Ja, das Barrel ist das amerikanische Fass und das Cask ist das europäische Fass. 46 Volumenprozente nicht kühl gefiltert. Ja, handcrafted in den Highlands. Gut. 100% peated. Was ist 100% peated? Nur bei Ardmore ist es wohl so um die 50 ppm. Verbrannte Orange, burnt orange. Erinnert mich dran an meine Tante. Die hatte zu Weihnachten, hat die Clementinenschalen oder Orangenschalen genommen, hat die so aufgeknickt und in dem Moment, wo die reißen, gibt es einen Spray von aromatischen Ölen aus der Orangenschale und den hat sie dann in die Flamme einer Kerze reingemacht und das gab verbrannten Orangenaromenduft, war toll. Das hat sie so oft gemacht, bis sie einmal so ein kleines Hütchen im Wald abgefackelt hat. Ja, kommt alles vor. Zimt, mein Lieblingsgewürz. Honig balanciert mit würzigem Holz und subtiler, rauchiger Holzkohle. Boah. Da. Ruby Gold. Yo. Würzige Fruchte. Smoky Finish. Da freuen wir uns doch drauf. Hier geht's auf. In letzter Zeit gehen die Flaschen gut auf. Da haben sie wohl eine kleine Qualitätskontrolle in Schottland gehabt. Oh, der sitzt aber streng. Brüsselkorken. Die sind typischerweise unanfällig gegen diesen Korkschmecker. Da habe ich mal ein Video über Korkschmecker gedreht. Ja. Deswegen probiere ich auch oder rieche ich grundsätzlich an diesen Korken. So, wieder zu viel eingeschenkt. Was führte meine Hand? Die Gier. Ja, schauen wir mal. Weniger Rauch als in anderen Ardmore. Das spricht für die längere Reifung, während der sich die nicht voll durchoxidierten phenolischen Aromen weiter von alleine oxidieren und damit nicht mehr so stark rauchig werden über die Jahre. Also nicht so, wie heißt es auf Bayerisch, beißert rauchig wie die normalen Ardmore, sondern hier komplex rauchig.
Und dazu die fruchtige Portweinnote. Tawny Port, Ruby Port, wahrscheinlich Ruby Port. Erdbeeren. Und Zimt. Ja. Leichte Orangennote, also die Nase ist erhaben über allem. Zum Sterben. Oh, ist der gut. Orangen. Rübergehen zu Blutorangen. Dann leichte Pfeffrigkeit. Leichte Schärfe. Die aber jetzt schon weg ist und leichte Würze überbleibt. Dazu eine Restsüße im Mund. So, Port. Trockener werdend, aber der Abgang ist aus meiner Sicht süß. Ein bisschen Rauch ist übrig. Angenehmes Mundgefühl. Nicht so dieser rauchige, metallische Blag im Mund, wenn man so einen richtigen, phenolig rauchigen Whisky hat. Nee. Selten einen so schönen, ausgewogenen, runden, voll aromatischen Whisky hier im Glas gehabt. Also Ardmore auf dem Weg zur Spitze, weit nach oben gehen. Ich lehne mich jetzt nicht aus dem Fenster, wenn ich sage, der Beste des Monats soweit. Der besteht mit seinen 48 Euro locker den Vergleich zu einem 200-jährigen Whisky, 200-Euro Whisky. Wunderschön gemacht. Geht halt nichts über ein ordentliches Alter von 12 Jahren. Und die Erdbeeren da drin. Ja, toll gemacht. Ich hoffe, es gibt ihn länger. Jo, keine Ahnung, wie viel davon da sind. Jetzt kurz vor Weihnachten 2015. Frisch erschienen. Und jo, das ideale Präsent für Weihnachten. Für einen Liebhaber rauchigen Whisky, bla bla bla, wissen Sie alles. Ne? Herzlichen Dank fürs Zuschauen.